Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ach, hätte doch irgendjemand in der Welt für mich Zeit, wo ich mal reden kann, erzählen kann, mich austauschen und beraten kann. Wir haben für Sie diese halbe Stunde reserviert. Wir, das ist in diesem Fall Andreas Winter und ich. Und Andreas Winter, der ist im Ruhrgebiet Coach für alle Lebenslagen und. Und wir freuen uns auf Anrufe, wenn Sie uns voller Vertrauen eigentlich ein paar Minuten Ihres Lebens begegnen. Am Telefon ist jetzt Karl. Warum rufen Sie uns an, Karl? Warum wollen Sie mit mir reden? Ja, grüß Gott, Herr Pflege. Ich will mit Ihnen reden, weil ich das Problem schon länger habe. Es geht seit dem 30. Juni 2004. Da hat mich meine Ex-Frau verlassen und ist mit beiden Kindern weg. Ja. Ich habe zwei Kinder, das ist der Toni und die Jessica. Und wie alt sind die? Die sind jetzt, der Toni ist 9 Jahre und die Jessica ist 12 Jahre. Da war der eine 3 und das andere 6, als die Kinder gegangen sind. Ja, und die ist damals verschwunden, also da war ich in der Arbeit. Ja. Sie ist von mir zu Hause abgehauen. Ja. Und dann habe ich meine Kinder praktisch etliche Tage gesucht. Das war bis zum 4. Juli 2004 war das. Ja. Die habe ich dann wieder am Bahnhof am 4. Juli gefunden praktisch. Ja. Ja. Angetroffen. Ja. Und ja, dann habe ich meine Ex-Frau zur Rede gestellt und ja, sie hat gesagt, sie fühlt sich bedroht und sie hat Angst, obwohl ich nichts ihr noch getan habe. Das ist aber jetzt schon viele Jahre her. Was ist denn heute das Problem? Das heutige Problem ist, weil mein Sohn Toni, der möchte zu mir. Also die Kinder leben bei ihrer Frau weiterhin. Und der Toni, der jüngere Sohn, der jetzt 9 ist, will bei Ihnen wohnen? Ja, nur 10, ja. Und er möchte in seiner alten Umgebung leben, bei mir. Und den Wunsch, den hat er schon öfter geäußert, also schon bei Gerichten, bei Jugendämtern, hat auch schon Briefe geschrieben. Aber der 9-Jährige schreibt Briefe ans Jugendamt? Ja, hat er geschrieben. Okay. Und ja, weil die Sache geht ja schon länger, gell? Und auf jeden Fall, ja, er wird nicht ganz so ernst genommen halt, praktisch. Und jetzt ist das Problem, warum rufen Sie an? Soll ich Ihnen helfen, dass Sie mit Ihrem Sohn zusammenleben? Oder ich will Sie genauer verstehen. Ja, was man da noch machen kann vielleicht. Ach so. Um das geht's. Ach so. Ich meine, es ist ja da schon der letzte Gerichtstermin, wo war. Da ist ein psychologisches Gutachten erstellt worden. Ja. Von einem Professor auch. Ja. Und in den Gutachten, da ist ja drinnen gestanden, dass der Toni, also das Gutachten hat er auch einige Zeit in Anspruch genommen, dass der Toni zu mir kommen sollte, wenigstens für ein Jahr versuchsweise. Ja. Und dann sind aber, wo der Gerichtstermin war, sind andere Fakten in den Raum gestellt worden, wie zum Beispiel, da ist ja der Toni, mein Sohn, auch befragt worden. So ungefähr, er hat vom Dorf, er kennt nicht alle Freunde die Namen und er hätte da irgendeinen Geldbetrag mitgehabt einmal von der Mutter, die wo jetzt in Hof wohnt. Karl, und weiß, dann ist das Gutachten wieder umgestellt worden, also umgeschmissen worden. Mhm. Und dann muss man sich schon fragen, welchen Sinn so ein Gutachten überhaupt hat. Gell? Ich weiß, dass ich Sie unterbreche, weil Ihre Geschichte ist ja so differenziert und auch so, so voller Wunden, dass man da wahrscheinlich Tage erzählen müsste, um wirklich alles auf den Tisch zu packen. Ich versuche aus diesen kleinen Fetzen, die Sie uns am Telefon offenbaren, Rat und Tat zu machen. Neben mir sitzt noch mal Herr Winter. Vielleicht hören Sie noch mal einen Augenblick, Karl, auf unser Gespräch zu, was wir hier im Studio hören. Ja. Jetzt könnte ich natürlich dem Karl sagen, pass mal auf, da gibt es Gerichte, da gibt es Psychologen, alle sind gegen dich. Das ist eine richtige Wand. Stell dir mal vor, Karl, dein Kind wäre in einem, der hört sich ja nach Alpen an, in einem Alpengletscher eingefroren. Nur mal als Bild. In einen Gletscher. Da kommst du nicht mehr dran. Da kommst du nur dran, nicht wenn du mit einem Pickel hingehst, mit so einem Eispickel, sondern bis die Sonne scheint. Mhm. Und vorher lässt du die Finger davon. Ist das ein falscher Rat oder hat das was Weises?
Prinzipiell klingt es für mich so, als hätte man erstmal keine andere Wahl, als den Gletscher gewähren zu lassen. Ja, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, dass die Gerichte Mühlen sind, wo man nicht mal eben so ein bisschen drin rumfuschen kann. Ja. Es gibt aber noch einen Hoffnungsschimmer, glaube ich, für Karl. Ja. Denn er ist von der Frau verlassen worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, war da irgendwie, er hatte sich was zu Schulden kommen lassen oder sowas. Die ist auf jeden Fall, habe ich gehört, abgehauen. Und abgehauen. Er war auf der Arbeit und sie ist mit den Kindern abgehauen. Das muss ja einen Grund haben. Wir kommen ja nicht zusammen, weil wir sagen, pass auf, in 2 Jahren verlasse ich dich sang- und klanglos, sondern wir wollen ja eher... Also was war da? So, und ich glaube, dass Karls Frau ihm einen Denkzettel verpasst. Die lässt ihn spüren, wie sie sich gefühlt hat. Mhm. Die will ihm einfach nur zeigen, schau mal, so habe ich gelitten, jetzt nehme ich dir mal weg, was mir gehört, was mir zusteht. Also da ist eine Rechnung offen. Da ist eine Rechnung offen. Die Frau übt Rache, die will ihre Kinder vor Karl schützen, glaube ich. Mhm. Und wenn ich so ein bisschen auf die Stimme höre, die klingt jetzt nicht unbedingt gerade wirklich tatkräftig und selbstbewusst, sondern so ein bisschen auf, ja, ich sag's mal mit deutschen Worten, er presst ein bisschen Schutz und Mitleid. So leicht so, naja, das Leben ist schwer und ich hab's ja so schwer und überhaupt, und versteht mich doch mal endlich. Mhm. Und diese ewigen Appelle machen einen Menschen natürlich nicht unbedingt gerade zum Ideal. Stabilen und da Partner. Sagen die Gerichte, also du bist uns zu schwach und wir lassen die Kinder bei der Frau? Wie die Gerichte das sehen, steht auf einem ganz anderen Zettel. Das weiß ich jetzt nicht. Dazu bin ich auch familienrechtlich viel zu wenig involviert. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn Karl seiner Frau zeigt, okay, pass auf, ich höre auf zu kämpfen. Mhm. Ich respektiere deine Entscheidung. Mhm. Ich halte dich nicht für eine Dumme, die mich einfach verlassen hat, sondern ich versuche zu ergründen, warum hast du mich wirklich verlassen? Wo ist mein Part, den ich reparieren kann? Mhm. Dann wird die Frau von ihrer Seite unter Umständen wieder ein bisschen lockern und sagen, na gut, so schlecht ist er auch nicht. Er hat sich offenbar verändert, ich kann ihm meine Kinder wieder anvertrauen. Das wäre ja was Ähnliches, was ich gesagt habe, nur habe ich es anders ausgedrückt. Es geht einher. Das alte biblische Bild heißt ja, dieses salomonische Urteil mit den Kindern, da zieht die Mutter, da zieht die andere Mutter, hier zieht die Mutter da zieht der Vater da. Wenn ich loslasse, habe ich eine Chance. Wenn ich nicht loslasse, habe ich keine Chance. Ganz genau. Ich habe das mit diesem Eisblock gesagt, warte doch darauf, bis die Sonne scheint. Ja. Sie sagen sogar noch etwas intensiver, du kannst die Sonne gar selber ans Scheinen bringen. Sich als liebevollen Vater zu qualifizieren bei der Mutter. Sei doch mal voller Verständnis, was ist da vor vielen Jahren gelaufen. Da wird eine Rechnung beglichen, da wird Krieg geführt. Ja. Da werden Kinder zu Kindersoldaten umfunktioniert, die gegen den Vater Krieg führen sollen. Und wenn du sagst, diesen Krieg, den akzeptiere ich als entweder verloren, aber ich will wo ganz anders hin, gibt es eine Chance. Ja, aufhören zu kämpfen. Nicht bei Gericht kämpfen, nicht bei Gutachter kämpfen, sondern wenn überhaupt zu sagen, ich akzeptiere die Sorge, die Not, auch die Rache meiner Ex-Ehefrau. Ja. Mal gucken, was dann passiert. Ja. Ist es das? Ja. Jetzt haben wir Karl ganz schnell hier, und Sie haben zuhören können, versucht, uns ein Bild zu machen. Ich weiß natürlich, dass das nicht in aller Differenzierung stimmt. Aber im Grunde genommen, glaube ich, haben wir einen Weg gezeichnet, der zumindest unser wäre, wenn wir mehr miteinander arbeiten würden. Mhm. Dahin würden wir wahrscheinlich raten und helfen zu gehen. Ja, ich meine, das Problem ist ja, das ist ja der Wille von meinem Sohn, dass er zu mir will. Gell? Das ist ja nicht, dass ich das jetzt unbedingt erreichen will. Lieber ich meine, ich freue mich schon, dass er zu mir, wenn er kommen würde. Lieber Karl, da gilt etwas ganz Entscheidendes. Ich drücke das manchmal so aus. Die Kinder machen auch nur das, was die Eltern wollen. Also wenn die Eltern glücklich sind, sind die Kinder glücklich. Wenn die Eltern unglücklich sind, sind die Kinder unglücklich. Jetzt dürfen wir nicht auf die Kinder gucken und sagen, ah, das Kind will eine McLean-Eisenbahn, also kaufe ich das. Das Kind will zur Mama, also soll sich hier anschleppen. Das gilt nicht. Sondern die Frage ist, wie kann ich glücklich werden, damit mein Kind glücklich wird? Also wie kann ich glücklich werden, damit mein Sohn glücklich wird? Meine Oma hätte dann gesagt, die Katze will eine Bratwurst, kriegt sie auch nicht. Jetzt sage ich mir, das ist nicht richtig angemessen. Aber das Kind will zum Vater, ja, ich akzeptiere das. Der Vater will es aber auch. Und dann darf er das nicht auf das Bedürfnis des Kindes reduzieren, sondern was will ich? Ich will, dass mein Kind eine Mutter hat, die es liebt. Und ich will, dass mein Kind einen Vater bekommt, den es liebt. Und das geht automatisch, wenn ich die Frau liebe oder anerkenne oder suche, warum rächst du dich? Und mich auch vorerst mal zurückhalte. Das Interesse ihres Sohnes, so hart es klingt, darf nicht zum Maßstab ihres Handelns werden. Das kann ja, nämlich sein, dass das Kind das was Krankes will. Das wird nicht zum Maßstab meines Handelns. Bitte? Das wird nicht zum Maßstab meines Handelns. Aber man möchte halt ein Kind helfen auch, das ist das. Ja. Ich habe 2.
Was glauben Sie, was ich für ein schlechter Vater bin, weil ich denen dauernd nachgebe? Ja? Dann gehen sie über meine Unterarm und wollen Geld. Was gebe ich denen? Geld. Dann gehen sie, dann denke ich auch, das tue ich denen auch nur, weil ich ein geschiedener Vater bin. Aber verstehen Sie, wir lachen eigentlich über uns gerade ein bisschen. Ja, ja, wir sind auch als Väter so verletzlich und so weich, dass wir schon mal sagen, wir würden so gern die Wünsche der Kinder erfüllen. Aber wenn sie den erfüllen wollen, dann geht, glaube ich, das, was wir gesagt haben, eher ins Ziel als Ihre Strategie. Da bin ich sicher, Herr Winter. Es gibt noch einen kleinen Rat, Karl. Wenn Sie einen Draht zu Ihrem Sohn haben, dann können Sie ihm auch Hoffnung machen nach dem Motto, deine Zeit wird kommen. Wir haben jetzt gerade Probleme in der Partnerschaft. Jetzt ist gerade mal Tumult. Aber halt es bitte aus. Ich bleibe dein Vater, du bleibst mein Sohn. Wir werden uns wiedersehen. Ja, ich meine... Ich sehe ihn ja, gell? Das ist ja nicht, dass ich ihn nicht sehe. Dreimal im Monat habe ich mir erzählen lassen. Drei Wochenenden im Monat, ja. Das ist ja nach der letzten Gerichtsverhandlung ist ja das entschieden worden. Aber Karl, das ist für einen Ingenieur, der in Arabien arbeitet, der Himmel. Also der sieht sein Kind nämlich nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Das ist schon klar. Das ist schon klar. Also das ist auf jeden Fall schon besser wie vorher, wo ich ihn so alle zwei Wochenenden gesehen habe. Gell? Ja, und das, was Herr Winter gesagt hat, finde ich so wahnsinnig wichtig zu sagen, was mal auf unsere Zeit kommt. Wenn du 18 bist, dann stürmen wir beide die Welt. Und zwar so, dass wir keine Hypothek haben, dass wir mit 9, 10, 11, 12 Jahren Kriege veranstaltet haben. Denn die Kriege, die sie mit der Mutter veranstalten, finden in der Seele ihres Sohnes Entsprechung. Also da ist das nimmt er mit, die Seele nimmt das auf. Und wenn Sie da weniger Kriege veranstalten, hat Ihr Sohn in seiner Seele weniger Kriegserfahrung. Ja, Kriege veranstalte ich nicht mit seiner Mutter, das ist schon klar, gell? Okay. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, wir grüßen Sie und freuen uns, wenn Sie vielleicht ein bisschen mitgenommen haben zum Nachdenken. Wir sind nicht der Meinung, dass wir Recht haben, aber wir sind der Meinung, dass wir Ihnen liebevoll zugetan sind. Seien Sie gut beschützt. Das sind solche typisch normalen Geschichten, die der Pfarrer zu hören bekommt. Sind wahrscheinlich ähnlich bei Ihnen, ne? Sie haben es etwas schwerer als ich, definitiv. Bei mir kommen Menschen, die schon so ein bisschen die Ahnung haben, dass sie selbst der Schmied des Glückes sind. Ja, derweil Menschen, glaube ich, die zu Ihnen kommen, sich wirklich absolut hilflos und wie ein Opfer fühlen und dann stehen sie erstmal da. Sie werden dummerweise von einer Kirche konditioniert, die sagt Opfer, 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 Opfer. Also das heißt, die Kirche oder die Theologie oder die Religion findet in unseren Breiten mehr Gefallen daran, dass einer wie ein Opferlamm rumläuft, als wie ein Täter. Das ist ein riesiges Problem. Wir müssen eine kleine Pause machen. Werbung, auch diese Sendung muss sich finanzieren. Dann reden wir beide weiter und vielleicht finden wir noch jemanden, der unseren Rat sucht. Bis gleich, meine Damen und Herren. Fliege, das können Sie nicht nur sehen, Fliege können Sie auch lesen. Einmal im Monat, all unsere Gäste, unsere Ärzte, unsere Heilpraktiker, Schicksalsgeschichten, was die Fliegestiftung macht, steht alles da drin. Und das jetzt sogar mit 30 Seiten mehr. Für Sie immer noch zum selben Schnupperpreis. 9,90 Euro, drei Hefte und Sie wissen, was Sie lesen. Gerade lade ich Sie ein, in meine Sprechstunde zu kommen, meine Damen und Herren. Die gibt es im Radio, die gibt es hier in meiner Zeitschrift, aber auch die gibt es ja auch im Fernsehen, dass irgendwelche Menschen sagen, ich möchte mit Fliege reden. Und wenn es nur ein paar Minuten ist, vielleicht habe ich irgendeine Idee, die ich aus diesem Gespräch, aus dieser Begegnung mitnehmen kann. In mein Studio habe ich heute eingeladen Herrn Winter, der viele Bücher geschrieben hat und einer der großen Coach in Deutschland ist. Der soll mal mithören, das Gespräch mithören, was ich jetzt mit Helga, das ist ein Kunstname, den haben wir jemandem gegeben, der mit mir seine Geschichte bearbeiten will. Sie, Herr Winter, hören mal zu, Andreas Winter. Und vielleicht können Sie einen guten Rat haben, der über meinen hinausgeht. Helga ist am Telefon. Willkommen, Helga. Ja, guten Morgen, Herr Fliege. Ich bin jetzt etwas aufgeregt, aber ich hoffe, dass sich das gleich legt. Legt sich 100%, wenn Sie sehen. Ja. Niemand ist da, der uns hört. Schön. Was ist los? Ich habe eine Frage. Kurz möchte ich kurz schildern. Ich habe vor 11 Jahren mit Brustkrebs angefangen. Wie alt sind Sie? Darf ich das fragen? Ich bin jetzt 49. Okay.
und hatte dann innerhalb von 9 Jahren 5 Brustkrebserkrankungen, darunter eine Metastasierung im Lungenbereich. Ja. Und ja, und meine Sie leben Frage, immer noch. Bitte? Und Sie leben immer noch. Ja, obwohl man mir gesagt hat, nur ein halbes Jahr, aber ich lebe immer noch, da bin ich auch ganz glücklich drüber. Mhm. Und aber meine Frage ist so, wie gehe ich weiterhin auch mit dieser Risikokrebsgeschichte um? Wer hat Sie gerettet? Wer hat Sie gerettet? Wer mich gerettet hat, mein starker Wille zu überleben. Aha. Also wenn man 9 Jahre oder 11 Jahre da mal 5 Krebserkrankungen, also so Rezidive, die immer wieder kommt, dann noch metastasierend in die Lunge herein. Wir haben eine schlechte Statistik sozusagen bei Lungenkrebs. Neben mir sitzt Andreas Winter. Entschuldigung, nicht in der Lunge, an der Außenwand von der Lunge. Also die waren nicht in der Lunge drin. Von der Außenwand saß eine richtig dicke, so ein Tennisball großer Metastasenknubbel. Der dann auch nicht operiert worden? Nein, durfte nicht, war zu gefährlich. Und ist aber jetzt weggegangen? Durch Chemotherapien. Ja, mit Erfolg. Jetzt rufen Sie an, weil Sie das Gespür haben, Hilfe, das kommt wieder und wieder und wieder. Und wie komme ich aus diesem Loch raus? Oder warum rufen Sie an? Ich habe das noch nicht raus. Ja, wie komme ich aus dem Loch raus? Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal sehr gut mit der Krebserkrankung umgehen kann und manchmal halt nicht, dass ich dann wieder in so ein dickes Loch falle, ganz speziell, wenn die Vorsorge- oder die Nachsorgeuntersuchung anstehen und wo ich dann total traurig bin. Okay. Andreas Winter nickt. Hier neben mir heißt es, ich weiß was? Ich weiß was. Okay. Die Frage stellt sich ja, warum erwischt mich die Erkrankung ausgerechnet dort, wo sie ist? Warum ausgerechnet also Brustkrebs? Warum an meiner Brust? Ja. Warum nicht das Ohrläppchen oder so? Und die Brust ist ja einerseits sehr eng verknüpft mit dem Thema Weiblichkeit und mit dem Thema Mütterlichkeit. Ja. Und wenn ich mal so ein bisschen Ihre Stimme höre, ich hätte Sie nie und nimmer auf 49 geschätzt. Unter 30. Unter 30 definitiv. Und Sie haben auch eine sehr, sehr weiche und kindliche Stimme. Ja. Es könnte also sein, dass Sie eine Frau sind, die sehr harmoniebedürftig ist, extrem harmoniebedürftig. Und dass Sie sich womöglich, ich spreche jetzt mal bildhaft, die Finger daran verbrannt haben, eine Frau sein zu müssen. Es könnte sein, dass Sie mit der Mutterrolle oder mit der Frau-Rolle in einem so großen Konflikt sind, dass Sie auf körperlicher Ebene die Organe vernichten, die darauf hindeuten, dass Sie sichtbar darauf hindeuten, eine Frau zu sein. Also in dieses Gespräch, Helga, gehen wir sehr leichtsinnig rein, weil wir ja kaum Fakten haben von Ihnen. Aber der Leichtsinn hat auch Vorteile. Ja. Nämlich, dass Sie mal gucken können, was das in Ihnen eventuell auslöst. Wir sind ja keine Päpste, wir sind keine Gurus. Wir sind nur Männer, die Ihnen liebevoll gerade zugetan sind, in der Hoffnung, etwas finden zu können, was Sie selber nicht sehen können. Wie ist das denn, wenn Herr Winter sagt, also Sexualität, Brüste, was heißt das denn? Mütterlich sein heißt aber auch natürlich, das ist was, wo Sie uns Männer sozusagen mit anmachen können. Ne? Das, ist es auch sowas? Jetzt zweifelt Herr Winter ein bisschen. Nee, voll getroffen. Ja, voll getroffen. Voll getroffen, ja. Voll getroffen. Das heißt, gibt es da eine Verwundung? Sehr große Verwundung. Die ist aber heilbar. Jede Wunde hat ihren Heilungsmechanismus. Jede Wunde ist heilig, sage ich mal, weil sie einen führt. Weil der einen ins Heil führen kann. Bei der Frage, wie gehe ich also mit meiner Erkrankung um, wäre eine mögliche Idee, liebe deine Weiblichkeit, entdecke die Magie deiner Weiblichkeit. Wie mache ich das? Sich darüber im Klaren sein, dass Frauen etwas haben, was Männer nicht haben. Wissen Sie, ein Mann kann innerhalb von einer Sekunde ein Gurkenglas öffnen. Knack ist es offen. Eine Frau kann das meistens nicht. Sie kann aber innerhalb von einer Sekunde 1000 Gurkengläser öffnen lassen, indem sie 1000 Männer darum bittet. Mhm. Das Regierungsprinzip, also machen lassen, das Yin-Prinzip, ist das feminine Prinzip. Eine Frau ist empathisch, kommunikativ, das müssen wir Männer erstmal lernen. Eine Frau hat Ausstrahlung, die 1 Kilometer lang reicht, die muss der Mann erstmal laufen. In der Tat, ja. Es gibt unglaubliche Stärken, nur wir leben in einer Gesellschaft, da ist das weibliche Prinzip natürlich wertlos. Ja. Da heißt es immer, was, das kannst du nicht selber, krempel die Ärmel hoch und mach. Aber das gilt für Männer, das gilt nicht für Frauen. Also was bedeutet das für Helga, die wir so Helga genannt haben? Ja, das bedeutet, weiterhin machen Sie sich erstmal klar, welche Chancen Ihre Weiblichkeit bietet. Sie sind nicht einfach nur ein Sexobjekt. Egal, was Sie erlebt haben mögen, das waren Erfahrungen, die konnten Sie machen, die sind aber nicht absolut. Sie können genauso
gut auch die Erfahrung machen, dass sie liebenswert sind, dass sie eine Helferin sind, dass man sie bewundert, dass sie so stark sind. Sie haben gesagt, ihr Wille hat ihnen, hat sie praktisch gerettet. Sie sind auch ein Vorbild für andere Frauen, indem sie sagen, gib dich nicht zufrieden, egal wie krank du bist, steh wieder auf und lebe. Ich habe noch was gehört. Wenn sie jetzt 49 ist, dann ist sie sozusagen jenseits der Lebensmitte, hat sie ein Thema gefunden. Und das Thema heißt, mein Lebensthema ist, wenn man so will, Krebs, Weiblichkeit, das, was wir gerade sagen. Du bist, lieber Helga, könnte ich jetzt sagen, du bist für uns alle oder für die anderen Frauen oder für die Leute in deiner Umgebung ein wichtiger Leuchtturm. Nämlich, wofür bist du auf die Welt gekommen? Dann können manche Frauen sagen, dann wegen meinen Kindern und. Helga könnte sagen, um zu zeigen, wie man mit Krebskrankheit fertig wird. Ja. Also das heißt, sie kriegt eine Funktion. Ja. Und da könnte sie auch sagen, ich habe irgendwann sogar gesehen, dass meine Krebskrankheit nicht zufällig zu mir gekommen ist, sondern einen biografischen Hintergrund hat. Meine Seele hat zugelassen, dass ich Krebs bekomme. Warum hat deine Seele das zugelassen? Um ein altes Thema nach oben zu holen. Und das hat sie sogar 5-mal gemacht. Deine Seele ist lästig. Also deine Seele ist beharrlich. Ist ziemlich, in dir steckt was ganz Beharrliches. Sie nennt es den Willen, der sozusagen mit der Seele sozusagen auf einem. Also das Thema dieser Frau ist eigentlich, lehre uns Beharrlichkeit. Lehre uns Beharrlichkeit. Können Sie damit was anfangen? Ja. Sie können doch Nein sagen. Nein, doch. Ich kann da sehr viel mit anfangen. Ich versuche ja auch in meiner Umgebung oder auch mit kranken Menschen, speziell auch mit älteren Menschen, da, oder meine Hilfsbereitschaft ist sehr groß. Ja, ich habe ein sehr. Da drehen wir jetzt nochmal am Schalter mit Herrn Winter gemeinsam. Wenn Sie immer nur mit dieser Krankheit auf Menschen gucken, die noch kränker sind, dann werden Sie nicht glücklich. Dann kriegen Sie zwar eine Funktion oder Ihr Leben kriegt einen Sinn. Aber Sie wollen keinen Sex mehr am Ende, jetzt sage ich das mal so. Ja? Mhm. Also im Sinne von, ich habe mich sozusagen schon abgekapselt. Ja. Hallo, wo kommt das Wort her? Ja. Abgekapselt, ja, und machen nur noch das. Aber die Fülle des Lebens, sozusagen Frau sein, da muss man nicht mit 49 Jahren sagen, die nächsten 50 Jahre habe ich damit nichts mehr zu tun. Also da wäre ich noch mal mit Herrn Winter neugierig, was passiert, wenn Sie Ihre Sexualität, Ihre Weiblichkeit, Ihre Erotik nochmal entdecken würden und ein neues Kapitel da draufsetzen auf das alte. Sein Credo könnte lauten, liebe es, dass du als eine Frau wahrgenommen wirst. Mhm. Denn das war der große Knackpunkt. Ich bin eine Frau. Damit habe ich einen Nachteil. Nein, drehen Sie den Spieß um. Sie sind 49, Sie haben Weisheit, Sie haben Erfahrung, Reife. Weil Sie eine Frau sind, haben Sie jetzt die Chancen. Also schon mal sage ich, pass mal auf, ich weiß nicht, wie du wohnst oder so, wie Sie wohnen. Ne? Mhm. Haben Sie einen Spiegel? Können Sie sich beispielsweise, wie ist das, wenn Sie sich im Spiegel betrachten? Finden Sie sich schön? Verstecken Sie was? Wollen Sie Sachen selber nicht sehen? Können Sie von Spiegel gehen und sagen, das bin ich und das ist meine Sexualität. Könnte ich sogar hingehen und meine Brüste berühren und sagen, ihr habt mir sehr viel Schmerz oder auch Freude bereitet. Und ihnen sozusagen, wie wenn ich sie konditionieren könnte mit meinen Händen, streichen könnte mit meinen Händen, sagen, ich danke dir, dass du mir Lust und Schmerz gegeben hast, du bist mir wichtig. Ich habe Frauen kennengelernt, die eine Brust haben amputieren lassen müssen, in Anführungszeichen, weil die Ärztin das gesagt haben und sagen, das tiefste Ereignis in meinem Leben ist, dass ich in dieser Nacht vorher die Brust streicheln konnte. Auch das habe ich alles durch. Ja, ja. Also da würde ich, wenn ich sozusagen Ihr Pfarrer in der Nähe wäre, immer wieder drauf gucken. Ey, ich möchte gerne, dass du dich nicht verabschiedest vom Leben, um noch kränkeren Menschen den letzten Rest an Hoffnung vielleicht zu verstärken. Ich möchte, dass du in die Fülle des Lebens zurückkehrst. Und das würde bedeuten, wir müssen uns diesem Thema Frau sein, Sexualität neu zuwenden. Ja, aber das ist sehr schwer. Ja, was sagt der, jetzt? Was sagt der Winter jetzt? Es gibt eine Kleinigkeit, die oft übersehen wird. Es gibt ja wahrscheinlich dann einen Täter, den Sie erlebt haben, in irgendeiner Hinsicht. Irgendjemand hat Ihnen beigebracht, du hast als Frau eine Schwachstelle. So. Und diesen Täter,
Wenn Sie den immer nur verteufeln und sagen, das ist ein Sadist, der hat mir mein Leben versaut, dann bleiben Sie im Kampf. Wenn Sie versuchen herauszufinden, wo bei ihm eigentlich die Bedürftigkeit steht, aus irgendeinem Grunde ist ein ganz normaler Mensch zu einem Täter geworden, aus irgendeinem Grunde ist aus diesem Menschen etwas geworden, der ihm wehgetan hat, wenn Sie sich hineindenken in denen oder in die und verstehen, dann ist der Stachel aus dem Fleisch. Und dann können Sie nämlich aufhören zu kämpfen und anfangen zu leben. Sagt Ihnen das was? Ja. Okay. Ja. Da kommt jetzt mein letzter Rat drauf. Wenn Ihnen das schwerfällt, weil Ihnen gerade irgendein Mann eventuell eingefallen ist, dann ziehen Sie dem mal ein paar Jahre ab, wie er 8, 9 Jahre alt war. Also den Sie gerade fürchten oder hassen oder, der war mal ein kleiner Junge mit kurzen Hosen. Und im Winter sogar ohne Schuhe. Und gucken Sie mal, ob Sie den Dieb haben können. Und dann baggern Sie sich langsam nach vorne. Also mit 8, 9 Jahren fangen Sie mal an. Und dann fragen Sie den mal, was ist dir denn mit 10, mit 11, mit 12 passiert, dass du mit mir so umgegangen bist? Und endlich können Sie den wieder in Ihr Herz nehmen. Und Sie weinen gemeinsam über das, was dem widerfahren ist und was Ihnen dadurch widerfahren ist. Das ist oft eine Brücke. Wenn zwei Tränen haben in den Augen, können Sie über Abgründe gehen, wo aber keine Brücke sonst geht. Passen Sie gut auf sich auf und seien Sie gut beschützt. Ich danke Ihnen. Bitte. Gilt auch für Sie. Wenn Sie Tränen haben und ein anderer hat Tränen für Sie und Sie für ihn, können Sie über jeden Abgrund Wege finden. Seien Sie gut beschützt. Vielen Dank, Herr Winter.